Leidenschaft, Mut, Geschwindigkeit. Mein Name ist Ulrike Bayer, ich bin die Leiterin der Referenzfabrik Wasserstoff am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Chemnitz. Ich bin zum Wasserstoff gekommen, weil Mr. oder Mrs. Wasserstoff gesucht wurde am Fraunhofer IWU und ich habe das als Gelegenheit wahrgenommen, Energiewende, Klimaschutz und Produktionstechnik zusammenzubringen und damit eben auch Nutzen für die Wertschöpfung hier zu generieren. Wasserstoff ist sozusagen der gute Kumpel von den erneuerbaren Energien oder der Partner der erneuerbaren Energien. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie der Käse für die frische Milch. Also man hat quasi mit dem Wasserstoff ein paar Einbußen, was sozusagen die Menge der erneuerbaren Energien anbetrifft. Aber man kann sie haltbar machen und transportieren. Und das ist eben der Vorteil des Wasserstoffs. Wasserstoff kann auf verschiedene Arten und Weisen gewonnen werden. Man hat ja auch die verschiedenen Farben, die immer so ein kleiner Indikator sind, wie Wasserstoff gewonnen wurde. Wir sprechen immer davon, der Weg ist bunt, aber das Ziel ist grün. Also wir versuchen, grünen Wasserstoff herzustellen, in den Mengen, eben, die sie halt auch benötigt werden. Ein grüner Wasserstoff kann beispielsweise durch Elektrolyse gewonnen werden. Für diese Elektrolyse, das ist sehr wichtig, braucht man einen Elektrolyseur. Ein Hauptschwerpunkt in der Referenzfabrik, dass diese Elektrolyseurproduktion skalierbar gestaltet wird und in ein neues Level der industriellen Massenfertigung geführt wird. Wasserstoff ist das Multitalent, es kann überall eingesetzt werden. Im Fokus steht immer die CO2-Minderungsquote momentan, also da ist eben Stahl- und Chemieindustrie sehr, sehr stark im Fokus, um Wasserstoff dort einzusetzen. Zunehmend auch der Transportsektor, also zumindest im Lkw-Bereich, Schiffsverkehr, Flugverkehr. Aber ich sage immer, Wasserstoff ist auch was für Friseur und Fleischer. Es kann jeder den Wasserstoff einsetzen, auch kleine Haushalte, die eben sozusagen sich CO2-neutral aufstellen wollen, können Wasserstoff verwenden. Ein Themenschwerpunkt, den wir in der Referenzfabrik bearbeiten, wir wollen die industrielle Produktion der Wasserstoffsysteme voranbringen. Und sind die Wasserstoffsysteme günstig, hat man so eine gute Quartwanderung aus Qualität und Kosten gefunden, dann ist es eben auch möglich, Wasserstoffsysteme, also Elektrolyseur genau zu sein, zu kaufen und die dort eben auch einzusetzen bei Friseur oder Fleischer oder im eigenen Haus. Internationale Zusammenarbeit und besonders die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist sehr wichtig, weil auch außerhalb von Deutschland schon sehr lange an Wasserstoffsystemen geforscht wird. Diese Erkenntnisse sollten auf jeden Fall verwendet werden, um das Ziel zu erreichen, schnell Lösungen zu schaffen, um Wasserstoffsysteme zu produzieren. Wasserstoff dort einzusetzen, auch wo Wasserstoff eigentlich exportiert werden soll, das sorgt für Akzeptanz in den einzelnen Regionen und eben auch sorgt für sehr großen Benefit, um Energieversorgung zu stabilisieren. Deswegen haben wir die Möglichkeit vom Bundesumweltministerium bekommen, 2 große Projekte in Südafrika und Namibia zu starten, die genau das zum Ziel haben.